Segen ist Blacky Florian. Wir gratulieren. Wir gratulieren aber auch dem Land Christian, dass er in den Schlussgang kam. Bravo! Hoch überlegen, der traditionelle Hallenschwinger von Büra an der Aar. Alle sechs Gegner einwandfrei bezwungen. Du hättest ja den Schlussgang nicht einmal müssen gewinnen, wärst gleich Sieger gewesen. Hast aber gleich Siegesrezept gefunden gegen den Christian Lanz. Ja, es ist sicher sehr gut gelaufen. Ich bin sicher zufrieden, wenn man sechs Gänge gewinnen kann. Es ist sicher zufriedenstellend. Der Schlussgang gegen Christian Lanz ist sicher auch speziell. Wir trainieren schon ein Jahr zusammen und kennen ihn sehr gut. Und von dem her ist es halt recht schwierig, dass wir hier ein Siegesrezept haben. Du hast eine recht gute Saison 2010 gehabt. Du hast zweimal den Schlussgang an einem Gauverbandsfest bestritten. Beide Mal verloren gegen Christian Stucki, gegen spätere König Kilian Wenger. Du hast sieben Kränze geholt, aber dann hast du Pech gehabt am eidgenössischen Frauenfeld. Hast du den entgangenen Kranzgewinn gegen den Mike Beng verkraftet? Ja, sicher. Einmal muss man das abhaken. Und von dem her gesehen ist es sicher vergessen. Ist klar, ein eidgenössischer Kranz ist ja zum zweiten Mal im entscheidenden Gang versagt, oder? Und dann ist man natürlich schon ein bisschen wehmütig, wenn man das zweimal verpasst. Aber es war ganz klar mein Fehler, dass ich dort nicht gewinnen konnte. Und ich war zufrieden mit einer super Saison, wie du schon gesagt hast. Aber das Töpfli auf mich hat halt noch gefehlt. Du hast eine kaufmännische Ausbildung. Jetzt bist du im Dienst vom Militär. Was machst du da genau? Ja, ich bin jetzt Macklingen, bin Spitzensport-RS angestellt als Zeitmilitär. Und dort hier bin ich zuständig in den ersten 5 Wochen vor Grundausbildung bin ich dort als Zugführer. Durch die Spitzensportler lehre Schiessen. Sanitätsausbildung mache ich mit. Und dann kann alles, was dazugehört, in der Grundausbildung vom Militär. Und anschließend zu Macklingen bin ich als Feldwebel von Spitzensport RS zuständig. Und habe dort ziemlich viel Büroarbeit. Und für mich ist es super zu Macklingen, auch beim Sportler Mekka schlechthin. Und zur schwingerischen Zukunft. Zur Saison 2011. Was ist die Zielsetzung? Ja, nachdem ich letztes Jahr zweimal einen Golfverbandsschlussgang war, ist das das Ziel, sicher mal einen von diesen Schlussgängen zu gewinnen. Oder eben schon nur das Ziel, wieder in den Schlussgang zu kommen. Das ist auch nicht einfach bei unserer starken Berner Mannschaft. Und von dem her gesehen sicher einen Golfverbandssieg im Kanton Bern. Und was für Fest wirst du bestreiten außerhalb des Berner Kantonalen Verband? Ja, ich denke sicher Brünig und Schwarzee, die sicher ist. Aber die anderen Feste, das wird alles noch entschieden. Da ist einfach noch nichts draussen. Alles Gute, viel Erfolg 2011. Merci vielmals, danke. Ja, neueste Stang ist, ich war letztes Mal doch ein Spezialist. Und da hat mir dann gesagt, ja eben, wir haben zuerst von Operieren geredet, aber dann hat er gemeint, Operieren ist auch nicht so eine Option. Da kann ich gerade die ganze Saison herschmeissen. Das war eigentlich nicht das Ziel gewesen, hier mit dem Mundspunnen. Ich habe einfach Schlüssel. Also das AC-Gelenk ist bei mir kaputt. Dort ist einfach der Zwischenraum quasi zerstört. Es liegt manchmal Knochen auf Knochen. Und das ist einfach manchmal ein schmerzhaft. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie mit Therapie und vielleicht halt zwischendurch mit einem Schmerztablettchen unterbinden. Aber im Grossen und Ganzen versuche ich auf jeden Fall, die Hüte festzumachen. Ja, also jetzt mit dieser Nachricht, also mit dieser Diagnose, die mir der Doktor gesagt hat, ja, eben, kaputt machen kann ich eigentlich nicht mehr. Bis jetzt habe ich nichts geschwungen. Aber ich bin gegen ins Fitness gegangen, als ich von der Ferien nach Hause kam. 3 Mal in der Woche. Und jetzt werde ich sicher am nächsten Woche auch wieder in Schwingkeller probieren. Halt vielleicht noch nicht gerade Vollgas, aber sicher fangen wir auch so aufbautechnisch für ein bisschen zu schauen, wie es geht und natürlich immer Steiger im Schwingkeller. Ja, also voraussichtlich aussenfest fand ich ziemlich sicher im Jurassischen am 15. Mai und dann wird es auch mit Italischen darauf folgen
und ja, die weiteren schon auf meiner Homepage. Ist dann Schucki, vielen Dank für das Gespräch. Merci vielmals.